Schönen guten Tag auch von mir nochmal. Was werde ich heute erzählen? Um mal die Überleitung auch zu finden zum Sport, bin ich heute hier. Um über Fitness-Tracker zu erzählen. Was gibt es da grundsätzlich? Es ist ja mittlerweile kein Randphänomen mehr, kein Nerd-Gadget mehr. Mittlerweile sind die ja stark verbreitet. Und natürlich sind mit solchen neuen Entwicklungen meistens immer, gerade wenn sie halt wie in dem Fall, ja auch schon schützenswerte Daten erfassen, sind damit natürlich auch immer gewisse Risiken für die Privatsphäre zum Beispiel gegeben. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Bereich mal weiter zu gucken, was ich hier in diesem Vortrag mal weiter erörtern werde, wie wir da quasi getestet haben, was wir getestet haben und was dabei rausgekommen ist. Ja, wer sind wir überhaupt? Ich bin hier für das Institut AV Test. Wir sitzen im schönen Magdeburg. Das ist unsere Zentrale quasi, unser Hauptquartier. Was machen wir da? Also grundsätzlich sind wir da schon langjährig im Gebiet der Antivirenforschung tätig, im Bereich der IT-Sicherheit. Haben schon einige Jahre Erfahrung auf dem Bereich und können da im Prinzip schon auf, ja, wie ich schon sage, große Erfahrungen zurückblicken und haben da auch schon einiges getan auf dem Gebiet. Um mal nur mal so einen Paradendarm zu nennen, also grundsätzlich, wenn wir Malware behandeln, wenn wir mit Malware beschäftigen, sammeln wir natürlich viele, viele Samples zu Malware. Das sind täglich um die 400.000 ungefähr, die wir da neu sammeln. Insgesamt irgendwie um die 400 Millionen, die wir da haben, also mehrere Petabyte auf jeden Fall von Testdaten, die wir da in der Malware haben. Unser Fokus liegt dabei auf diesen Anti-Malware-Lösungen, das heißt auf Sicherheitssoftware, auf AV-Software, Hardware- und Softwarebereich. Wir blicken allerdings auch, wie auch steht, über den Tellerrand hinaus. Und in dem Rahmen von diesem, über diesen Tellerrand hinaus gucken, ist es halt auch so, dass wir uns auch neue Produkte angucken, die grundsätzlich Relevanz für die Sicherheit haben. Und in diesem Bereich sind wir gerade halt auch stark in dem Bereich der Internet of Things tätig. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel gute Produkte an, der Smart Home-Bereiche. Welche Sicherheit bieten die? Die sind im Prinzip eine Hintertür zum Tor, zum Haus. Tor zum Haus und deswegen müssen wir da auch grundsätzlich ein bisschen testen, müssen gucken, welche Sicherheit bieten die an der Stelle und welche Angriffsmöglichkeiten bieten die. Und auch im Weiteren in diesem Gebiet, der Internet of Things, sind wir halt auch auf dieses Gebiet der Fitness-Tracker gestoßen und grundsätzlich wollen wir da gucken, wie sieht das heutzutage da aus, welche Sicherheit bieten die, wie schützen die Daten, die erfasst werden, was sind grundsätzlich die Bedrohungen, die dadurch auftreten und wie ist der grundsätzliche Stand der Sicherheit dieser Geräte. Das bloß ein kurzer Überblick. Also grundsätzlich werde ich nochmal kurz erläutern, warum ist das überhaupt gerade relevant, diese Fitness-Tracker. Ich weiß nicht, wie viele jetzt von euch sowas schon mal gesehen haben oder vielleicht sogar benutzen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es keine Randerscheinung mehr, sondern mittlerweile sind die tatsächlich in Millionen Stückzahlen verkauft. Und da muss man natürlich schon gucken, was das für so eine große Mehrheit an Nutzern, so eine große Zahl an Nutzern für die Bedeutung hat, wenn man so ein Gerät benutzt. Da will ich ja gerade auf Schwachstellen auch im Bereich Android und Bluetooth eingehen, muss ich noch mal kurz was zu Bluetooth Low Energy erzählen. Was ist da grundsätzlich neu im Gegensatz zu dem Classic-Protokoll und was sind dann die Schwachstellen, die da ausgenutzt werden? Wie haben wir das Ganze getestet? Was haben wir getestet? Also welche Geräte haben wir getestet? Wie sieht das Konzept dafür aus? Und was sind dann die Ergebnisse? Bei den Ergebnissen werde ich nochmal auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, das heißt, welche Fitness-Tracker da besonders erwähnenswert wären, die halt ganz spaßige Sachen erlaubt haben, die eigentlich normalerweise nicht gehen sollten. Und dann werde ich zum Schluss nochmal auf eine Schlussfolgerung kommen, das heißt, wie sieht der Stand jetzt gerade aus und da nochmal ein paar Worte zu verlieren. Ja, Fitness-Tracker, was sind das überhaupt? Also das sind halt im Prinzip Wearables, wie man hier unten gerade sieht, kleine Devices, die man sich entweder in Clipform oder in Armbandform ummacht, sie trägt. Die erfassen typischerweise heutzutage noch relativ unkritische Daten, also in den meisten Fällen ist das sowas wie laufende Schritte, welche Strecke habe ich dabei zurückgelegt, welche Kalorien habe ich dafür verbrannt. Wenn man dann aber weiter denkt, was kann da noch kommen, es gibt auch schon mehrere Devices, die dann zum Beispiel auch schon den Puls erfassen, die den Stresslevel erfassen und so weiter. Und wenn man dann sieht, wenn man sich diese Daten dann ansieht, kommt man auch dann zu der Auffassung, dass diese Daten dann langsam auch eventuell nicht so unrelevant sind, dass wir sie nicht schützen müssten. Wenn man gerade bedenkt, was man schon alleine mit Pulsmessern und so weiter machen könnte, wenn man sich vorstellt, man geht jetzt in
in den Laden oder was weiß ich, und dort wird zum Beispiel die Wirkung von Werbung zum Beispiel auf verschiedene Nutzer, könnte man damit erfassen, welche Wirkung hat das, welches Stresslevel löst das aus, welchen Puls. Das sind alles so vitale Sachen, die man quasi dann auswerten könnte, die dann noch weiter zum gläsernen Menschen zu, noch beitragen und deswegen vielleicht ja, zu ergründen sind. Ja, was haben wir da? Grundsätzlich machen die Daten, erfassen die diese Daten, machen eine drahtlose Synchronisierung mit einem Smartphone, das wir dabei haben, eben über Bluetooth, Classic oder Low Energy. Und diese Daten werden dann schlussendlich auch über die Cloud und die Internetverbindung des Smartphones quasi an den Anbieter weitergegeben. In welchem Rahmen sprechen wir hier? Also in welchen Stückzahlen sprechen wir hier eigentlich bei diesen Geräten? Hier ist bloß mal ein kleines Beispiel ausgesucht, also von einem Hersteller rausgesucht. Der, wie wir sehen, also Fitbit ist natürlich schon der größte Hersteller. Den hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wenn man sich das mal diese Grafiken anguckt, sehen wir halt, dass die Stückzahlen, dass der Umsatz erstmal furchtbar hoch geht und dass natürlich die Stückzahlen auch sehr ansteigen. Das wäre jetzt hier mittlerweile, das ist noch vom letzten Jahr noch, mittlerweile wird es wahrscheinlich noch weit über den 20 Millionen Geräten liegen, die da verkauft werden. Und das ist halt, wie gesagt, nur ein Anbieter. Mittlerweile gibt es davon Dutzende, die alle nicht so hohe Verkaufszahlen haben, aber gute Verkaufszahlen haben. Das heißt, wir reden hier tatsächlich potenziell von einigen Dutzend Millionen Nutzern, die da grundsätzlich durch Anfälligkeiten ja, angegriffen werden könnten. Ja, weiterhin spielen die auch grundsätzlich tatsächlich nicht nur für den einzelnen Nutzer in seiner Privatsphäre eine Rolle, sondern es gibt auch tatsächlich Pläne, solche Geräte auch auf wirtschaftlicher Ebene einzusetzen und in versicherungstechnischer Ebene einzusetzen. Das heißt, in den USA ist das tatsächlich schon ja, gang und gäbe, möchte ich fast sagen, dass in den Krankenversicherungen zum Beispiel, dass es so eine Bonussysteme gibt, in denen Nutzer auf freiwilliger Basis so einen Fitness-Tracker benutzen können, um zum Beispiel durch Nachweis von Fitness, Nachweis von Aktivität, ihre Beitragsrabatte, also Beitragsrabatte zu erhalten, Sachpreise zu erhalten, Gutscheine zu erhalten und so weiter, halt also irgendwelche Vergünstigungen dadurch zu erhalten, dass sie halt ja, aktiv sind. Weiterhin gibt es auch weitere große Unternehmen, zum Beispiel BP oder Autodesk habe ich hier jetzt Beispiele, die diese Tracker auch benutzen wollen, um die Healthcare-Kosten runterzusetzen. Das heißt, sie möchten auch ihre Mitarbeiter dazu antreiben, aktiver zu sein, mehr Sport zu machen und dadurch halt grundsätzlich eine Menge Geld zu sparen. Wenn man aber das Beitragssystem, also die Kosten für Krankenversicherungen in den USA kennt und auch die, ja, also die Jobsituation, möchte ich sagen, in den großen Unternehmen kennt, ist natürlich der Anreiz für die Manipulation solcher Geräte nicht von der Hand zu weisen. Ja, also wenn ich natürlich diese 3 Millionen Schritte, die mir auferlegt sind im Jahr, um meinen Rabatt zu kriegen, innerhalb von 10 Minuten mit einem kleinen Codesegment quasi machen kann, ist das natürlich grundsätzlich deutlich bequemer, als den langen Weg zu gehen. Gleichzeitig ist es natürlich auch schädlich, wenn ich als fleißiger, aktiver Nutzer bei meinen 2.999.000 Schritten bin und irgendein Angreifer meint, er müsste jetzt wieder auf Null zurücksetzen, dann sprechen wir da tatsächlich um wirklich Verlust von hohen Summen halt in der Masse dann halt, die da tatsächlich an Geldwerten auch zusammenkommen. Und deswegen ist es grundsätzlich ganz interessant, sich das tatsächlich mal anzugucken. Die Statistik zeigt bloß nochmal, wie sich das entwickelt, dieser Markt. Wie wir da sehen, hat sich das in den unterschiedlichen Segmenten von Westeuropa bis Asien hin und so weiter, dass sich das von Jahr zu Jahr, dieser Absatz von diesen Fitness-Trackern, eigentlich stabil fast verdoppelt. Ja, und da ist jetzt erstmal noch kein Abriss dieses Trends zu sehen. Deswegen wird das auch für die Zukunft garantiert ziemlich relevant werden. Ja, zu Bluetooth, nur ganz schnell. Das Bluetooth Smart oder Low Energy, wie wir das halt kennen, wurde 2010 eingeführt. Mit der 4.0-Spezifikation, die Vorteile gegenüber, die man gegenüber Classic erreichen wollte, ist halt der niedrige Energieverbrauch, niedrige Herstellungskosten. Es ist eine verbindungslose Kommunikation, das heißt, wir haben hier halt Verbindungsaufbau, Übertragung, Abbau und unter 10 Millisekunden. Und was auch nicht ganz uninteressant ist, ist halt, dass es theoretisch eine Reichweite von um die 100 Meter hat. Die Nachteile, die wir da aus der Security-Sicht sehen, ist, dadurch, dass wir diese verbindungslose Kommunikation haben,
ist es so, dass die Geräte standardmäßig halt sehr kommunikativ sind. Ja? Das heißt, wir haben standardmäßig halt, sind die so eingestellt, ist das Protokoll so eingestellt, dass sie grundsätzlich auffindbar sind und auch verbindbar sind. Das heißt, wir brauchen also da nicht mehr, man braucht keinen großen Aufwand zu treiben, um Geräte zu finden, im Umkreis zu finden und sich auch zu denen zu verbinden. Und wenn dann keine weiteren Sicherheitsmechanismen vorhanden sind, ist so ein Gerät natürlich potenziell erstmal anfällig. Ja, die Service Discovery erlaubt jedem Überblick über die laufenden Services, das, was ich gerade sage. Wir sehen die Geräte, die Devices, wir können sie ansprechen, wir können sie fragen, was laufen für Services auf dem Gerät, was kann ich damit jetzt machen. Und dadurch, dass wir halt auch dieses stark vereinfachte Pairing haben, erfordert es halt standardmäßig vom Protokoll, wenn es nicht zusätzlich implementiert wurde, halt auch wirklich nicht mehr physischen Zugang, um irgendwie sich zu so einem Gerät zu verbinden. Das heißt wirklich, dass man sich einfach, keine Ahnung, in U-Bahn setzt, in den Park setzt und grundsätzlich die Geräte erstmal auffindbar, verbindbar sind und dann kann man weiter gucken, welche Schwachstellen besitzt so ein Gerät, was kann ich ausnutzen. Das Bild zeigt bloß noch quasi, wie der Aufbau des Protokolls grundsätzlich aussieht. Also wir haben so ein Device, darauf laufen diese einzelnen Services, die wir da haben, was sind im Prinzip ja, die einzelnen Prozesse sind, die einzelnen Aufgaben, die wir da durchführen können. Die sind nochmal aufgefüllt in die Characteristics. Das sind im Prinzip bloß die Input-Output-Channels, die wir da ansprechen können, auf die wir schreiben können, von denen wir lesen können. Und die Deskriptoren sind bloß da, um nochmal quasi diese Characteristics nochmal auf ihre Eigenschaften zu prüfen. Das heißt, wir können daraus auch lesen, welche Characteristics fürs Lesen da, welche fürs Schreiben da. Wir können Notifizierung setzen. Das heißt, wir können auch für so eine Characteristics setzen, wenn sich jetzt hier irgendwelche Daten ändern, dann sag mir mal Bescheid, dann gib mir wieder ein Update. Das wird nachher nochmal bei einigen Trackern nochmal ein bisschen von relevant sein, deswegen steht das hier mit drin. Und ja, genau. So, wie sieht der Testaufbau aus? Also wir haben das mit ein paar Smartphones getestet natürlich. Grundsätzlich hatten wir da mit einer älteren Version Android 4.4 gearbeitet, nachher nochmal mit einer etwas neueren Version. Haben uns dabei auf die Analyse der Kommunikation zwischen Tracker und Smartphone Cloud fokussiert. Das heißt, wir gucken, wie sieht die Kommunikation zwischen dem Tracker und dem Smartphone aus und wie kommuniziert denn das Smartphone mit der Cloud, beziehungsweise die Hersteller-App mit der Cloud. Welche Daten werden da gesendet? Sind diese Daten geschützt? Was kann man daraus lesen? Die Unterscheidung beim Testaufbau ist grundsätzlich, die Frage, die man sich natürlich da stellen kann, ist, kann ich mit jedem Smartphone da mit dem Tracker kommunizieren? Merkt sich der Tracker irgendwie das Telefon? Kennt der, kommuniziert er nur mit bekannten Telefonen oder mit fremden Telefonen? Kann ich die Original-App ausnutzen? Und kann ich mit einer selbstgeschriebenen App einfach mit diesem Tracker kommunizieren? Kann ich da irgendwas auslesen? Kann ich irgendwas manipulieren? Und deswegen haben wir da diese drei Szenarios. Wichtig ist nochmal zu sagen, dass wir jetzt keinen Angriff auf das Bluetooth-Protokoll selbst, also wir suchen nicht Schwachstellen in dem Protokoll selbst zu finden und wir suchen auch keine Schwachstellen im HTTPS. Das ist jetzt an der Stelle nicht unsere Aufgabe. Da gehen wir jetzt einfach davon aus, dass die grundsätzlich vom Design her erstmal sicher sind. Ja, was benutzen wir da für Werkzeuge? Nur ganz kurz mal, also die Apps liegen natürlich als APKs vor, das ist dieses Standardformat für Android-Apps. Da gibt es verschiedene Tools, die da den Umgang mit diesen Apps erlauben. Da haben wir das ein APK-Tool, das einfach nur zum Dekompilieren und wieder zum Bauen und so weiter wieder da ist. Wir haben ein paar Analyzer-Tools und so weiter. Wir brauchen einen Java-Decompiler, um nachher an den Original-Code ranzukommen. Und Wireshark zum Schluss natürlich auch noch die Internet-Kommunikation zu überwachen, auszulesen und da dann noch weiter drauf zu gucken. Ja, gut. Was haben wir da grundsätzlich getestet? Also auf dem Bild sieht man erstmal, welche Modelle wir uns da gesucht haben. Ausgesucht haben wir die größtenteils nach ihrer Verbreitung, nach ihrer Bekanntheit. Wir haben da ein paar größere Firmen auch mit drin und auch in einer unterschiedlichen Preisspanne liegen diese ganzen Geräte auch, also auch von relativ billig chinesisches Produkt, was so um die 20, 25 Euro liegt ungefähr und auch Geräte wie zum Beispiel Sony oder Fitbit und so weiter, die dann auch weit über 100 Euro liegen. Einfach mal, um da zu gucken, ob das eine Rolle spielt, ob der Preis da schon mal grundsätzlich einen Aufschluss gibt über die Qualität der Geräte. Ja, die Aspekte, die wir uns angeguckt haben, ist klar, Bluetooth,
Das heißt, welche Mechanismen sind umgesetzt, um vielleicht die Sichtbarkeit so eines Trackers einzuschränken? Kann jeder den Tracker sehen? Kann jeder sich dazu verbinden? Das ist schon mal grundsätzlich ein Punkt, an dem relativ einfach sich schon vermeiden lässt, dass das Gerät anfällig ist, wenn ich es nicht finde, wenn ich mich nicht verbinden kann. Ist natürlich schwierig, da irgendwelche Sicherheitslücken auszunutzen. Deswegen gucken wir da schon, wie schwer ist es überhaupt, dieses Gerät zu finden und sich dazu zu verbinden. Authentifizierung ist quasi fast der wichtigste Punkt eigentlich, den man da testet. Wenn da eine adäquate Authentifizierung durchgesetzt wird, ist es natürlich schwierig für einen Angreifer jetzt, irgendwelche Manipulationen an dem Gerät durchzuführen oder auch irgendwelche Daten auszulesen, für die er eigentlich nicht legitimiert ist. Die Datenspeicherung spielt natürlich noch eine Rolle, das heißt, wie werden meine privaten Daten auf dem Smartphone gespeichert, wie werden sie auf dem Tracker gespeichert, das Ganze gucken wir uns an. Wie ist dann die Datenübermittlung zur Cloud? Sind da irgendwelche unverschlüsselten Datenströme, die da irgendwie fließen oder wird alles relativ gut abgesichert? Und wie ist die App-Sicherheit allgemein? Das heißt, so diese Standardoptionen, die man da quasi durchgehen kann, die halt ein Reverse-Engineering an der Stelle verhindern sollen und damit auch die Angreifbarkeit ein bisschen runtersetzen sollen. Das heißt, ja, Obfuscation, Logging und so weiter, alles, was man da so ausnutzen kann. Gut. Was sind die häufigsten Probleme, die uns aufgefallen sind? Bevor ich gleich nochmal zu den konkreten Beispielen komme, erstmal allgemein dazu. Also im Bereich Bluetooth ist es halt so, dass tatsächlich die Mehrheit der Tracker heutzutage da kein adäquates Pairing oder Bonding halt irgendwie implementiert. Das heißt, dass tatsächlich in den meisten Fällen so ist, dass die Tracker auffindbar und auch verbindbar sind. Das heißt, da kann man sich tatsächlich unter eine größere Menschenmenge setzen und einfach mal scannen und man wird eine ganze Menge dieser Geräte finden. Und was halt da dann das tatsächliche Problem ist, dass der Nutzer halt auch keinerlei Kontrolle darüber hat, ob sein Gerät gerade kommuniziert und mit wem es kommuniziert. Da hat man halt wirklich keinen Indikator dafür in den meisten Fällen. Und das heißt, kann die Manipulation oder auch das Auslesen stattfinden, ohne dass der Nutzer überhaupt auch nur den blassesten Schimmer davon hat. In der Datenspeicherung ist es tatsächlich so, da haben wir den Vorteil, dass halt Android selbst schon einen relativ guten Zugriffsschutz umsetzt und deswegen die Daten, wenn sich die Apps nicht konkret dagegen entscheiden, das nicht zu benutzen, den Speicherschutz von Android zu benutzen, dass da die Nutzerdaten eigentlich relativ sicher sind. Oder das meinen zumindest die meisten Hersteller, deswegen haben wir gerade auf gerouteten Telefonen halt das Problem, dass dieser Zugriffsschutz natürlich aufgehoben wird, weil wir halt Super-User-Rechte haben. Und da kann es natürlich sein, dass dann trotzdem die Nutzerdaten sich sicher wähnen in den App-Verzeichnissen und da dann tatsächlich in Klartext viel relevante Daten liegen, wie zum Beispiel hatten wir da auch Klartext, Passwörter, Namen und so weiter und so weiter, die dann auf einem gerouteten Telefon ohne weiteres von der Dritt-App irgendwie ausgelesen werden könnten. Die Verwendung des freien Speicherbereichs, SD-Card, ist relativ wenig verbreitet. Allerdings haben wir das auch da einige Schwachstellen gefunden, die halt dafür zu führen, dass wir halt große Log-Files zum Beispiel haben oder temporäre Daten, die da rumliegen, die grundsätzlich auch von Dritt-Apps gelesen werden können und da dann auch ausgewertet werden können. Gut, ja, bei der Authentifizierung, wie gesagt, der relativ wichtigste Punkt an der Stelle, haben wir da oft das Problem, dass das nur einseitig funktioniert. Das heißt, meistens will man schon sicher gehen, will die App sicher gehen, dass sie tatsächlich Daten von einem regulären Tracker erhält auch und in die Richtung wird dann meistens auch authentifiziert. Aber meistens ist es so, dass der Tracker tatsächlich selbst überhaupt keine Mechanismen hat, um zu überprüfen, mit wem er überhaupt redet. Das heißt, dass wir in vielen Fällen halt festgestellt haben, dass die Tracker erstmal grundsätzlich ihre Daten an jeden geben, der fragt. Also in einigen Fällen war es zumindest so. Was dann halt weitergeht, selbst wenn wir irgendwelche Mechanismen hatten, die da diese Authentifizierung umsetzen sollen, dass dort eine hohe Anfälligkeit für Replay-Attacken ist. Das heißt, dass ich einfach irgendwo einen Datenstrom abfange, den wieder einspiele zu einem späteren Zeitpunkt und ich trotzdem noch eine valide Antwort kriege. Das sollte natürlich in den meisten Fällen heutzutage auch nicht mehr das Problem sein, sowas zu verhindern. Ist hier aber meistens tatsächlich nicht der Fall. Ja, wir haben eine unvollständige Authentifizierung, das heißt, wir haben in ein paar Fällen noch gesehen, dass wichtige Funktionen einfach von der Authentifizierung ausgenommen sind, das heißt, dass wir durchführen konnten, ohne dass da irgendwas vorher authentifiziert wurde oder selbst wenn die Authentifizierung durchgeführt wurde, dass manche Funktionen dann trotzdem auch ohne die entsprechenden Daten oder ohne die entsprechende Legitimation ausgeführt werden konnten.
Oder halt im letzten Fall einfach, dass wir gar keine Authentifizierung hatten. Ja, in dem Fall konnten wir sowieso alles machen. Ja, zu den beiden Punkten bloß ganz kurz. Also die Datenübermittlung zur Cloud ist grundsätzlich, da gibt es heutzutage keine großen Probleme zu finden. Die meisten Hersteller benutzen einfach den State of the Art. Das heißt, dass da Internetverbindung grundsätzlich eigentlich geschützt ist und dass da keine weiteren Probleme jetzt, außer man greift das Protokoll selbst an, eigentlich auszumachen sind. Die App-Sicherheit allgemein ist halt, ja, ist halt auch Teile, die halt eigentlich auch vermeidbar sind, die dann da nicht durchgeführt werden. Das heißt, dass wir meistens halt keine adäquate Obfuscation haben, was heutzutage eigentlich kein Problem sein sollte, weil es eigentlich nur ein Fleck ist, den ich bei der Kompilierung setze. Dadurch ist das Reverse Engineering erheblich erleichtert. Und wenn ich natürlich die ganze App Reverse Engineering kann, kann ich im Prinzip ja auch das Protokoll, das Kommunikationsprotokoll nachvollziehen, nachbilden und angreifen. Ja, gut, zu ein paar Beispielen. Wir haben das Fitbit Chart zum Beispiel, wie gesagt, ist von einem der größten Hersteller. Die ist quasi noch nicht einsehen, dass diese Daten, die sie da sammeln, also die in dem Fall noch auf Schritte, Kalorienverbrauch, Wegstrecke und so weiter beschränkt sind, dass die tatsächlich schützenswert sind. Also das ist tatsächlich als Feature bezeichnet bei Ihnen, dass diese Daten im Prinzip an jeden weitergegeben werden, der danach fragt. Also das ist einfach nur, das Beispiel unten ist einfach bloß das Codesegment, das dafür geschrieben wird, um diese Daten von dem Tracker zu kriegen. Also das ist wirklich nur Fragen. Sag mir mal bitte, welche Daten hast du jetzt gerade und gib mir immer mal ein Update, wenn sich das verändert. Und man wird notifiziert, wenn man sich aber vorstellt, dass ich mit jedem Schritt, den ich mache, quasi diese Daten geupdatet werden und kriege dann eine Nachricht, dass sich da was geändert hat, könnte man grundsätzlich diese Funktion auch zu einer Überwachung verwenden. Ja, wenn ich jetzt denke, bei einer theoretischen Reichweite von 100 Metern, und ich kriege jedes Mal eine Notifizierung, wenn sich der Träger dieses Armbands bewegt hat, ist das vielleicht nicht ganz uninteressant. Ja, gut, was konnten wir dann noch machen bei diesem Tracker? Bei dem Tracker war es halt so, dass da tatsächlich schon versucht wurde, eine Art von Kommunikationsprotokoll durchzusetzen oder durchzuführen, was jetzt hier nur mal zur Info dasteht, quasi, dass wir dann halt über eine bestimmte Sync-Anfrage da anfragen können. Der Tracker bestätigt das Ganze mit seiner eigenen MAC-Adresse nochmal und wir dann einfach über einen Sync-Befehl die Synchronisation auslösen können. Was tatsächlich ist, dass hier relativ, also dass es schon teilweise geschützt wird durch ein paar Checksums, die da drin sind, aber grundsätzlich ist da trotzdem noch viel, viel Klartext drin. Das heißt, wir können darüber schon mal wissen, welche Wegzeiten sind eingestellt oder welche Wegzeiten möchten wir einstellen, was ist der Begrüßungstext und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt so, in der Form ist es durch ein paar Checksums in der Nachricht geschützt, die wir so erstmal nicht nachstellen können, weil die auf irgendeine eigene Weise berechnet werden. Aber was wir machen können, wir können ihm einfach nochmal diese Nachricht normal schicken. Und wenn wir das machen, setzen wir halt die Zeit wieder zurück auf den Zeitpunkt, wo die das erste Mal gesendet wurde. Wir setzen die Wegzeiten um, wir können die Schritte zurücksetzen und so weiter. Und das heißt, das wäre dann auch wieder das Szenario, dass wenn ich meine Schritte für diesen Tag zum Beispiel durchgeführt habe, tausende von Schritten, und ich setze eben diese Replay-Attacke an, habe ich das Ganze wieder auf Null gesetzt. Gut. Was haben wir noch? Noch ein zweites Beispiel, was wir noch haben, ist ein relativ unbekanntes Gerät, was aber jetzt auf dem deutschen Markt auch vertrieben werden soll. Dass da auch so peinliche Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass der Verbindungsaufbau eigentlich Hardwarezugang voraussetzen sollte. Also es ist eigentlich gewollt, dass das Gerät nur verbindbar ist, wenn man einen bestimmten Knopf daran setzt, was grundsätzlich keine schlechte Idee ist. Allerdings ist es halt aufgefallen, dass das Gerät auf kurze Entfernung, das heißt auf ein paar Zentimeter Entfernung, wenn ich jetzt an jemanden vorbeigehe oder ähnliches, ich trotzdem eine Verbindung aufbauen könnte. Wenn ich die Verbindung aufgebaut habe, wird in beide Richtungen im Prinzip nicht mehr authentifiziert. Das heißt, die Original-App macht das sowieso schon mal nicht. Das heißt, wir können in der Original-App auch Daten unterschieben, im Prinzip, indem wir einfach nur einen Bluetooth-Service nachbauen, der halt hier quasi irgendeine Seriennummer, eine Softwareversion, eine Typbezeichnung und so weiter auf ein paar Characteristics verteilt und könnten dann selber Tracker spielen. Oder andersrum halt, wir verbinden uns selbst zu dem Tracker und können dann verschiedene Steuerbefehle selbst machen. Das heißt, wir können zum Beispiel
Die Daten des Users selbst können wir da drauf manipulieren, wir können das Gewicht könnten wir verändern, wir könnten Größe, Schrittweite und so weiter, das Alter verändern. Was denn im Prinzip sich direkt dann auf die erzielten Ergebnisse quasi des Benutzers dann auswirken würde. Wir könnten Wegzeiten einstellen, wir könnten seine Daily Goals verstellen und so weiter. Und was halt auch nicht relativ interessant ist, wir können ein Factory Reset durchführen. Das heißt, wir können das Gerät komplett zurücksetzen, da auch den Nutzer auch löschen darauf und sämtliche erreichten Ziele quasi darauf auch zurücksetzen, ohne dass wir da irgendwelche Authentifizierung oder irgendwelchen Wissen über den Nutzer dafür brauchen. Fitnessdaten kriegen wir da auch, die sind auch bloß über eine einfache Notifizierung, das heißt, die werden auch an jeden weitergegeben, der da irgendwie danach fragt bei dem Gerät. Hier ein Beispiel, was eigentlich relativ gutes Gerät ist eigentlich, es ist einfach noch mit drin, weil es eigentlich das günstigste Gerät bei uns im Test ist, aber tatsächlich schon ein paar Ansätze liefert, die eigentlich schon mal einen richtigen Weg zeigen. Hier haben wir immerhin schon mal sowas wie ein Tracker, der sich schon mal merkt, mit wem er überhaupt reden darf. Also wir haben ja tatsächlich mal einen Tracker, der grundsätzlich nicht mehr auffindbar ist, einfach so, wenn er mit einem Smartphone verbunden wurde. Also wird sich wahrscheinlich irgendwas wie die MAC-Adresse merken, um dann sich bekannte Smartphones zu merken und damit auch nur zu reden. Aber auch ein Bonded-Smartphone, also auch ein MAC-Spoof zum Beispiel wäre hier nicht nicht erfolgreich, weil man sich trotzdem weiter authentifizieren müsste, auch nochmal, selbst wenn man schon ein Bonded Smartphone ist. Die Authentifizierung selbst ist dann zwar wieder relativ einfach, wie wir da sehen, das heißt, ist in Klartext auch wird das Ganze durchgeführt, da wird einfach nur diese 20-Byte-Nachricht quasi zusammengesetzt aus einer User-ID, dann werden ein paar User-Daten eingeführt, sowas wie Alter, Größe, Gewicht und so weiter, das hält sich da alles drin auf, allerdings stellt sich halt heraus, dass dann tatsächlich nur das Prüfbyte zum Schluss überprüft wird, gecheckt wird, um auf Checker-Seite zu entscheiden, ob das tatsächlich ein legitimer Nutzer ist oder nicht. Das heißt, was in der Nachricht eigentlich drinsteht, ist eigentlich relativ egal, solange das dann mit der Checksum da hinten dann übereinstimmt. Gut. Ja, was man dann alles machen kann, wenn man sich authentifiziert, das sind halt die ganzen Spielereien, die dann halt den normalen Nutzer wahrscheinlich ziemlich nerven würden. Wir könnten das Ding halt endlos vibrieren lassen, blinken lassen, Schritte setzen, Schritte auslesen, was auch immer, Farbschema ändern, rebooten und auch wieder ein Factory Reset machen, was jetzt auch relativ an der Stelle ein bisschen peinlich wäre. Auslesen können wir dann nach der Authentifizierung auch alle Daten, die dann da irgendwie gespeichert sind, Schritte, Kalorien, Schlafdaten, was halt schon relativ privat ist, wie ich finde, Batteriestatus, User-Info und so weiter. Also wenn man dann über diesen Authentifizierungsschritt hinaus ist, liegt es da auch relativ offen alles. Auch wenn der Ansatz relativ gut ist. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Acer-Gerät, was eigentlich auch ein Hersteller, eigentlich nur ein umgelabeltes Strive-Gerät ist. Hier haben wir sowas, wo tatsächlich mal die Idee war, dass man da an der Stelle auch tatsächlich mal ein Pairing durchführen könnte, wenn man dann verbinden möchte, wie man das kennt. Dafür wird dann vierstelliger Hexcode abgefragt, um sich mit dem Gerät zu damit das Gerät sich mit einem verbinden möchte. Das Problem ist halt nur, dass der Code direkt aus dem Device-Namen quasi herausgelesen wird. Und diesen Device-Namen stellt das Gerät selbst zur Verfügung, wenn man danach sucht. Ja, das heißt, es sagt, ich heiße so und so. Und wenn man dann weiß, das ist Originalcode aus der App, dass der Code quasi nur daraus besteht, dass ich hier das, 12. und 14. und 16. 18. Byte davon nehme, ist das jetzt natürlich ein Sicherheitsfeature, was jetzt wahrscheinlich nicht so robust sein wird. Ja, was könnten wir da machen? Also grundsätzlich war das hier ganz interessant und relativ einfach, eigentlich weil die Original-App liefert hier eine Library mit, die wir als Blackbox einfach benutzen können, die jeder da aus der Original-App rauskriegt, die man benutzen kann, um sämtliche Kommunikation mit dem Checker zu machen. Ja, also da interessiert uns im Prinzip gar nicht, was wird da gemacht, um zu kommunizieren. Wir benutzen einfach die Library, die damit geliefert wird und sagen, verbinde, setze das und das und das Ganze funktioniert dann auch. Selbst wenn dann irgendwie eine Authentifizierung drin sein sollte, interessiert uns an der Stelle nicht, weil wie gesagt, die Original-App liefert quasi alles, was wir da brauchen, um es auch auf jeden anderen Tracker dieser Serie anzuwenden. Ja,
Was können wir da machen? Factory Reset ist wieder in dem Fall auch eine relativ peinliche Sache. Wir können auch wieder den registrierten Nutzer auf diesem Tracker, also der Tracker merkt sich hier an dieser Stelle tatsächlich den Nutzer, der das Ganze hat. Aber wir können mit jedem anderen Telefon auch remote einfach diesen Nutzer wieder zurücksetzen. Damit werden die Fitnessdaten wieder zurückgesetzt und damit ist der Tracker auch wieder uninitialisiert. Bei den Wegzeiten war das hier ganz spannend, weil man hier tatsächlich Unmengen an Wegzeiten setzen kann im Gegensatz zu den anderen Trackern. Das Problem ist halt nur, wenn ich 120 Wegzeiten setzen kann und wer nutzt das aus, dann haben wir hier noch sowas Tolles wie, haben wir schon mal alle 10 Minuten schon mal einen Alarm von 0 bis 20 Uhr, was schon ein bisschen nervig sein könnte. Wenn wir dann noch gucken, dass wir noch eine Wiederholfunktion für jeden Alarm haben, den wir noch setzen können und setzen den auch auf jede Minute, dann können wir das Ding von 0 bis 20 Uhr jede Minute klingeln lassen. Spätestens da wird es dann doch irgendwie nervig. Ja. Und ja, was können wir noch machen? An der Stelle können wir, was hier auch noch relativ spannend ist, dass wir die User-Infos zum Beispiel auch auf völlig unrealistische Werte setzen können, ohne dass das an irgendeiner Stelle auf Plausibilität getestet wird. Das kann man sogar über die Original-App machen. Ja, das heißt, in den Textfeldern, die man in der Original-App hat, dann seine User-Infos einzugeben, können wir da eingeben, was wir wollen im Prinzip. Da sehen wir hier bloß in diesem kleinen Abschnitt aus dem Log mal, was wir da eingegeben haben. Quasi, da haben wir eine Höhe, das ist, glaube ich, in Inches, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist relativ groß, wie man sieht. Das ist die Schrittweite, die halt auch irgendwo im Inch-Bereich liegt, glaube ich. Und ein Gewicht, das sind, glaube ich, Pfund. Ja. Und das sind halt auch die Daten, die dann benutzt werden, um nachher den Kalorienverbrauch zu berechnen. Ja. Und ja, wenn man dann halt sieht, wenn man hier mal die Fitnessdaten zurückkriegt, mal ein bisschen, also diese eingestellt, dann mal ein bisschen in der Gegend rumgelaufen und dann mal geguckt, was kommt dann raus. Dann sehen wir halt hier, dass wir gegangene Schritte auf 460 kommen. Gelaufen sind wir davon, sind wir nochmal 550 und haben dafür ganze 8 Minuten gebraucht und sind in dieser Zeit 2,9 Meilen, haben wir da zurückgelegt. Ja, und wenn man sich bedenkt, dass der Weltrekord bei 12 Minuten ungefähr liegt, ein bisschen mehr für 5000 Meter und wir haben hier 8 Minuten gebraucht und die Hälfte davon sind wir auch noch geschlendert, ist das nicht so schlecht. Ja, was jetzt noch bei der Initialisierung, Registrierung noch ganz interessant war, dass wir, wie gesagt, den Factory Reset durchführen konnten. Danach ist der Tracker uninitialisiert und springt darauf auf eine neue Registrierungsanfrage quasi, springt er dann wieder an. Das ist einfach nur informativ, was man machen muss, um sich dann zu registrieren bei diesem Nutzer, bei dem neuen Tracker. Das Wichtige ist aber, dass wir zur Registrierung, zur Auslösung der Registrierung für den Tracker, dass wir so Initial-Fitnesswerte mit übergeben müssen. Das heißt wahrscheinlich, wenn man mal einen Tracker austauscht und so weiter, dass der Nutzer einfach an derselben Stelle weitermachen kann, wie er aufgehört hat. Wenn wir das aber wissen, können wir für diese Initial-Fitnesswerte schon eintragen, was wir möchten im Prinzip. Also das heißt, wir können uns da auch schon bei der Initialisierung des Trackers Schritte, Kalorienverbrauch und so weiter eintragen, wie wir das möchten. Ja, das heißt also, wenn ich morgens einfach meinen Tracker neu initialisiere, habe ich auch mein Tagesziel damit dann erreicht. Und das ist dann natürlich für eine wirtschaftliche Nutzung oder so weiter, ist das natürlich dann relativ ungeeignet. Ja, nur nochmal abschließend, wie sieht das dann also das grundsätzliche Sicherheitslevel dieser Geräte aus? Also im derzeitigen Zustand sind tatsächlich nur sehr wenige Tracker empfehlenswert, um wirklich ernsthafte Aufgaben zu erledigen. Großteil der Probleme ließ sich tatsächlich einfach dadurch lösen, dass man eine adäquate Authentifizierung umsetzt zwischen Tracker und Smartphone oder zwischen der App. Das wird in den meisten Fällen nicht gemacht und gibt hier die größten Probleme. Wie wir gesehen haben, gibt es auch schon einige gute Ansätze eigentlich für die Absicherung des Trackers. Allerdings hat man da halt auch die typischen Probleme, die man halt immer bei neuen Produkten, neuen Implementationen hat, dass halt weder das Design noch lückenhaft ist, die Implementation einfach unvollständig oder falsch umgesetzt wurde. Und das sind hier in diesen Fällen ist auch das Reverse Engineering einfach meist viel zu einfach und deswegen halt auch der Angriff auf das Protokoll demzufolge dann auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Was eigentlich positiv ist, die Online-Kommunikation ist tatsächlich auf dem heutigen Stand der Technik abgesichert, ja, das wäre auch zu erwarten gewesen. Da haben wir also keine großartigen gravierenden Probleme festgestellt. Das heißt, die Daten, wenn sie dann erstmal bis zur Original-App gekommen sind, kommen die auch relativ sicher bis zum Anbieter tatsächlich. Und was halt
in Hinsicht auf die Zukunft halt mit der Erweiterung dieser Geräte durch GPS zum Beispiel, Pulsmessung, Stresslevelmessung und so weiter hinzukommt, ist das natürlich grundsätzlich die Bedrohung für die Privatsphäre durch diese Geräte nicht zu unterschätzen ist und dass man sich auf jeden Fall überlegen sollte oder auf jeden Fall darüber nachdenken sollte, bevor man so ein Gerät benutzt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das war es erstmal von meiner Seite. Sind irgendwelche Fragen? Das Missbräuchlichste, was mir einfällt. Ja, also wie gesagt, das trägt halt gerade stark, weil wir schon sowieso schon wissen, dass schon Bewegungsschemen von uns erstellt werden, wenn wir unser Smartphone in der Gegend rumtragen. Dass das schon relativ gravierend ist, wenn jetzt noch Daten dazukommen, die wir noch ausnutzen können, welchen Stresslevel wir dabei gerade hatten, welchen Puls wir dabei hatten, dann wird das Ganze halt einfach, es ist einfach nur noch ein Schritt, der noch dazu beiträgt, quasi zum gläsernen Menschen, ja, der dieses ganze Konzept quasi noch vervollständigt und da einfach noch mehr Daten wieder genau in diese Kerbe quasi schlägt und noch mehr Daten dazu liefert, die da ausgenutzt werden können. Ja, ich weiß, dass, also wahrscheinlich nicht eins dieser konkreten Geräte benutzt wird, aber das Fitbit zum Beispiel, dass die extra für diesen Anwendungsfall auf wirtschaftlicher Ebene auch eigene Produkte haben, die sie da für einsetzen, die sich wahrscheinlich in der Firmware nicht großartig von dem unterscheiden werden, von dem, was wir vorgesetzt bekommen haben. Die sind auch sehr, das ist auch eine der Firmen, die tatsächlich darauf bedacht ist, auf das Feedback einzugehen und darauf auch zu reagieren und tatsächlich auch zu zeigen, dass sie da weiterarbeiten. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die ja auch größeres Interesse daran haben, dass diese Geräte ordentlich funktionieren. Und also wie gesagt, kurze Antwort ist einfach Fitbit, weiß ich, dass die Geräte anbieten dafür, ja. Also gerade bei Acer jetzt, bei dem Gerät, wo man jetzt auch die User-Daten einstellen konnte, die User-Infos einstellen könnte, was wir da hatten, furchtbar hoch, furchtbar groß, furchtbar große Schrittweite und so weiter, die wurden auch so, wie wir die eingeschickt haben, auch von dem Server akzeptiert und auch in dem Profil aufgenommen. Also da gab es, auch auf Serverseite gab es da keinerlei Plausibilitätscheck oder irgendwas. Ja. Also im Prinzip, ja, also wie haben wir die Kommunikation zwischen Smartphone und Tracker untersucht? Wir haben ja in dem Fall immer das Glück, dass wir immer die Original-App zur Hand haben. Das heißt, wir können natürlich durch das Reverse Engineering dieser Apps können wir herausfinden, was die Apps kommunizieren mit den Trackern, können das nachstellen, können das auf Korrektheit überprüfen und können das dann darüber dann halt die Schwachstellen suchen. Also wir haben nicht den Bluetooth-Funk selbst nicht nochmal irgendwie abgefangen oder selbst abgehört und daraus dann nochmal unsere Schlüsse gezogen. Die Sicherheit ist natürlich bei einem versierten Nutzer ist natürlich Obfuscation wahrscheinlich auch nur, also es wird nicht hart dadurch, aber es wird härter dadurch. Ja, das ist einfach nur ein Punkt, der bei einem weniger versierten Nutzer wahrscheinlich schon
schon Tränen auslösen kann, eine gute Obfuscation. Und bei einem versierten Nutzer wird es wahrscheinlich wenigstens dafür führen, dass er dazu führen, dass er auf jeden Fall einen schwereren Weg hat zum Reverse Engineering. Ob jetzt Obfuscation alleine löst dann natürlich nichts. Ja. Also es ist dann natürlich, selbst wenn wir da müssen wir trotzdem Sicherheitsmechanismen umsetzen, die auch wenn sie denn reverse engineered werden, trotzdem noch Sicherheit bieten. Obfuscation alleine wird da nichts lösen. Okay, ja, dann nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen.